Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video zu Brawlstars. Der ein oder andere hat es bestimmt schon mitbekommen. Und zwar, Supercell hat einen neuen kleinen Trailer rausgehauen. Ich will schon mal spoilern. Dieser Trailer kündigt das neue Update an. Habe ich ja schon gestern einen Community-Post dazu gemacht. Und zwar geht es im nächsten Update um Piraten. Passt irgendwie nicht so ganz zu Weihnachten, aber hat ja niemand gesagt, dass es ein weihnachtsspezifisches Update sein muss. Und den Trailer gucken wir uns kurz mal an. Und dieser Trailer zeigt auch schon ein paar Easter Eggs. Ich habe noch keinen neuen Brawler gesehen, aber ein paar Sachen, so Skins und noch was anderes, was ich noch nicht erwähnen möchte, wird da auch gezeigt. Deswegen lass uns den mal kurz gemeinsam angucken und dann gleich ein bisschen darüber reden. Und hier könnt ihr übrigens auch schon mal alle Easter Eggs und Dinge, die ihr findet, in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel kann ich schon jetzt sagen, hier, das wird eventuell ein neuer Skin für Colt. Ein Piraten-Colt-Skin, der sehr, sehr cool aussieht, finde ich. Ihr könnt ja mal ein bisschen in die Kommentare schreiben und vielleicht habe ich ja was übersehen und wir können es dann ein bisschen ergänzen. Brawl Talk. Morgen. Ja, und das ist der Trailer. Großes Lob an die Leute, die ihn gemacht haben. Sehr, sehr gut gemacht. Und ich denke mal, wir können bei allem, was wir hier sehen, sagen, dass es ein neuer Skin wird, ehrlich gesagt. Das hier, neuer Karl-Skin, relativ safe. Das hier, das Schiff, eine neue Map, relativ safe. Devil hat hier noch kein neues Design. Links unten, kleiner Funfact übrigens, so eine El Primo-Karte mit dem alten El Primo-Design, was auch immer das heißt. Piraten-Poco. Wobei, es könnte eher ein Sklave sein, ne? Der hat so eine Fußkette. Warum ist Poco versklavt? Der Arme. Da über ihn übrigens eine Gratis-Box. Hier ein Plakat mit Jean. Ach ja, Moment, das ist noch. Moment, hier. Da ist die Trophäe versteckt. Im Gold. Das ist die Trophäe, die es bei der Brawl Ball Weltmeisterschaft gab. Hier der neue Colt-Skin. Den ich sehr, sehr nice finde. Wie gesagt, ich glaube, der wird richtig cool. Da oben Geschenke. Und was jetzt das Interessanteste ist, meiner Meinung nach, an diesem ganzen Trailer. Wenn wir mal nach links oben gucken, über mir, ist da eine Piratenkiste. Eventuell kommt ein neuer Kistentyp ins Spiel. Das sieht nach einer neuen Kiste aus. Er sieht ja auch nicht aus wie eine Megabox. Vielleicht doch ein bisschen. Aber auf jeden Fall, ey, ich will jetzt auch hier keine großen Spekulationen erzählen und irgendwas erzählen, was nicht stimmt. Aber das könnte die neue Kiste sein. Und alles, was wir hier sehen, könnten neue Skins sein. Ich bin ja nicht jemand, der sagt, das ist so und es wird so passieren, sondern ich gebe ja immer eine faire Einschätzung zu Dingen, die ich sehe und das könnte eine neue Kiste sein. Ja, Daryl sieht normal aus, Penny sieht normal aus, da wurde nichts überarbeitet, aber finde ich gut, man kann den Trailer zu jeder Sekunde pausieren, das sieht immer cool aus. Ist da oben was? Auch nicht, ne? Aber jetzt wird safe eine neue Map oder neuer Map-Typ, sage ich mal. Hier habe ich jetzt auch nichts gesehen, aber einen Tannenbaum haben die aber die haben einen Tannenbaum auf jeden Fall errichtet. Macht man halt als Pirat so. Auch Piraten feiern Weihnachten. Weil hier hat er keinen Goldzahn. Ah doch. Gut. Dann hauen die ab. Und ich glaube, das war's schon mit den ganzen Easter Eggs. Oder sind die auf dieser Insel? Da ist der Kopf von Tick drin. Und der geht. Boom. Ja. Ey, schönes Ding. Richtig nice. Brawl Talk morgen. Ja, da kann man natürlich ein bisschen spekulieren, was das alles heißt. Aber am Ende des Tages ist es halt einfach nur ein sehr, sehr netter Trailer. Hat so ein paar Easter Eggs hier und da. Die neue Kiste müssen wir abwarten. Kann auch einfach nur eine Megabox sein. Aber viele Leute glauben, dass es eine neue Kiste ist. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf das Update. Das Video hier geht auch nur sehr kurz. Soll ein kleines Mini-Video sein. Und gut. Es kommt noch ein richtiges Brawl Stars Video heute. Oder es kam schon, weiß ich nicht. Und dann würde ich aber sagen, ich bin gespannt auf den Brawl Talk morgen. Mal sehen, wie das so wird. Und das Video jetzt geht bestimmt nur 3-4 Minuten, aber man kann ja auch mal kleine Dinge im Leben und kurze Dinge im Leben genießen und sagen, ey, das war kurz, aber gut. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Und ciao.